Mehr Ärzte, um mehr Patienten zu behandeln, ist ja wohl klar. Gleichzeitig pflegen sie auch unser medizinisches Vermögen. Die Mediziner natürlich. Diebstahl allein ist anscheinend nicht genug. Eine Lieferung kleiner Waffen soll in der Stadt angekommen sein. Rechnen Sie mit gewalttätigeren Aktionen, sobald die Waffen auf die Straße gelangen. Einem Undercover-Agenten gelang es, Kenntnis von einer persönlichen Inspektion vor Ort durch den örtlichen Gangsterboss zu erlangen. Das wäre eine großartige Gelegenheit, ihn zu schnappen und zu verhören.
ist, dass die Banden jetzt bewaffnet sind. Die Bedrohung durch Schüsse ist von nun an bei all unseren Operationen real.